Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Rezept von mir. Heute möchte ich euch diese gebackenen Bananen zeigen, die mit einem leckeren, knusprigen Teig umhüllt sind. Dieses Rezept schmeckt wirklich sehr lecker, wenn man dafür reife Bananen benutzt. Also, wenn ihr zu Hause Bananen habt und ihr wisst nicht, was ihr damit machen sollt, dann folgt meine Zutaten. Für das Ganze benötigen wir Bananen, es klappt aber auch super mit reife Bananen, 3 Esslöffel Speisestärke, 1 Glas Wasser, 2 Esslöffel Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Esslöffel Backpulver und 5 Esslöffel Mehl. Am Ende benötigen wir auch etwas Honig. Zuerst gebe ich mir alle trockenen Zutaten in die Schüssel und danach das Wasser. Das Ganze werde ich klumpenfrei verrühren. Für diejenigen, die 2 Esslöffel Zucker zu viel sind, können es natürlich verringern oder komplett weglassen, weil wir das Ganze am Ende auch noch mit Honig verzieren. Man kann den Teig auch mit einem Handrührgerät rühren, aber mit einem Schneebesen klappt das auch. Man muss aber nur die Geduld haben, damit man das Ganze klumpenfrei verrührt. Der Teig muss eine dickflüssige Konsistenz haben, in etwa wie Joghurt. In einer Pfanne werde ich Öl erhitzen, damit ich später meine Bananen drin brate. Die Bananen habe ich halbiert, damit ich später keine Schwierigkeiten habe, indem ich sie brate. Ich tunke sie in meinem Teig rein und gebe sie anschließend in das heiße Öl. Die Bananen werde ich auf beiden Seiten goldbraun frittieren. Anschließend gebe ich das Ganze auf einem Küchenkrepp, damit sich das ganze Öl absaugt. Während des Frittierens saugen sich die Bananen auch gar nicht mit Öl auf. Jetzt kommt der schönste Teil. Ich gebe mir eine beliebige Menge auf einem Teller, verziere das Ganze mit Honig. Ich habe Mandelsplitter dazu gegeben. Es ist aber euch überlassen, wie ihr eure Bananen dekoriert. Aber auf jeden Fall soll der Honig nicht fehlen. Es ist das A und O bei den gebackenen Bananen. Ich würde mich freuen, wenn euch mein Video gefallen hat. Lasst mir einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar und abonniert meinen Kanal. Eure Samura.